Den Schaden unten. 6, 7, 8, 9, 10. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Elden Ring Video. Und heute zeige ich euch, wie ihr diese Magma Klinge, die aktuell echt einer meiner Lieblings-Nahkampfwaffen ist, bekommt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und macht euch schon auf ganz viel Frust gefasst, denn ihr müsst dafür richtig, richtig viel farmen. Also das Erste, was ihr machen müsst oder was vorbereitet sein muss, ihr müsst bis Haus Vulkan gekommen sein. Das ist hier das Gebiet. Ich mache euch die ganze Karte auf. Hier oben kommt ihr so ab der Mitte der Story hin. Haus Vulkan, ja, da müsst ihr hingekommen sein. Und dann müsst ihr den Endboss hier besiegt haben. Das ist einer von diesen Priestern, dieser dicke Priester. Und dann könnt ihr diese Brücke runter machen. Da vorne ist das Leuchtfeuer in der Kirche. Die Brücke ist unten, dann könnt ihr hier hinlaufen und den Boss besiegen. Wenn ihr den Boss besiegt habt, dann kriegt ihr hier eine neue Gnade. Und von der Gnade aus zeige ich euch jetzt erst einmal, wie ihr einen kleinen Shortcut aufmacht, damit ihr das Farmen ein bisschen einfacher habt. Also von der Gnade aus habt ihr hier so einen Aufzug. Falls der oben sein sollte, weil ihr schon oben wart und geguckt habt, habt ihr hier den Schalter, um das runterzuholen. Dann fahren wir mal kurz hoch. Dann geradeaus. Wenn ihr hier einmal komplett rumgeht, dann findet ihr ein Item. Ich glaube eine Rune oder so. Aber damit ihr zur Abkürzung kommt und zum Farmspot, müsst ihr hier runterspringen. Dann hier hoch. Aufpassen, hier auf der Brücke sind ganz viele von diesen Schnecken. Die besiege ich mal gerade. Falls ihr wissen wollt, wie ihr das Schwert hier bekommt, klickt oben auf die Infokarte. Habe ich auch ein Video zu gemacht, wie man das Schwert hier bekommt. Ist auch eins meiner aktuellen absoluten Lieblingswaffen. Na, wir wollen halt wieder die Magma-Klinge zeigen. Kann ich eigentlich beides tragen? Das wäre natürlich am besten. Nein, leider nicht. So, also geht ihr hier hoch. Weiter hier hoch. Weiter hoch, weiter hoch. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr hier über den Lavastrom drüber springt, dann kommt ein relativ starker Gegner. Entweder ihr besiegt ihn oder ihr lauft einfach an ihm vorbei. Ich zeige euch jetzt mal die Variante, wie man einfach vorbeiläuft. Lauft einfach vorbei, hier durch, fertig. Dann könnt ihr hier die Tür, die ist bei euch zu, die könnt ihr aufmachen. Ich sage auch mal kurz was anderes. Ihr könnt hier auch runter, da unten gibt es eine Rune oder so. Ja, jedenfalls die Tür hier könnt ihr aufmachen, da ist schon mal der erste Gegner. Diese Gegner hier müsst ihr besiegen und die lassen die Waffe fallen. Natürlich witzig, wenn ich jetzt random noch eins finde. Ich nehme mal hier den silbernen Skarabäus. Auf jeden Fall, das ist die Schlange, die ihr braucht. Und ich zeige euch jetzt mal kurz, wo der Shortcut ist. Und dann, wie ich die ganze Zeit gefarmt habe. Das Farmen hat ungefähr eine Stunde gedauert. Und hier links ist eine Tür, die könnt ihr aufmachen. Und dann habt ihr hier einen Fahrstuhl. Und wenn ihr den Fahrstuhl nach unten fahrt, das zeige ich euch gleich, wenn ich zurück zur Gnade gehe, dann könnt ihr direkt von der Gnade aus hier hoch, kommt hier durch. Dann müsst ihr immer links aufpassen, habt ihr gerade gesehen, diesen Schneckentypen müsst ihr auf jeden Fall killen, der fuckt euch nämlich übelst ab sonst. Rechts habt ihr einen Typen, habe ich ja gerade gekillt, ne? Die eine Schlange. Geht ihr wieder rein und hier entlang. Die ganzen Gegner hier könnt ihr alle ignorieren, die sind irrelevant. Wichtig ist diese eine Schlange. Das ist die andere Schlange mit dem Schwert. Und es können nur diese beiden Schlangen diese Waffe fallen lassen. Also ihr braucht auch nicht weitergehen, das sind wirklich die einzigen Schlangen, die ihr findet, die diese Waffe fallen lassen können. Oh. Ah, ich dachte schon. Und dann gibt es zwei Probleme. Die Dinger lassen auch Vulkansteine fallen, was im Prinzip kein Problem ist, aber ihr werdet so oft denken, oh, die Waffe ist gefallen und sie ist nicht gefallen. Und das andere, was sie fallen lassen können, ist der ihr Schild. Das Schlangenmenschenschild. Und ihr seht, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schilde gefunden, bevor ich die Waffe gefunden habe. Also die Waffe ist echt extrem selten. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wie die Farmmethode geht. Auf schnell. Und wie ich das gemacht habe. Also am besten nehmt ihr euch, falls ihr es habt, Krepus Fiole. Das
ihr nicht gehört werdet. Dann nehmt ihr am besten noch eine Kopfbedeckung, Silbertränenmaske, die erhöht nämlich leicht eure Entdeckung um 8. Und den Silberskarabäus, die auch die Objektentdeckung erhöht. Und dann am besten eine Waffe, die richtig von weitem reinhaut. So. Und ihr habt die Abkürzungen freigeschaltet. Dann könnt ihr nämlich hier lang von der Gnade aus. Also da ist die Gnade, da war der Aufzug. Von der Gnade aus hier raus. Hier durch. Dann ist hier nämlich der Aufzug. Kann sein, dass die Tür dazu ist. Die könnt ihr aber aufmachen auf jeden Fall. So, dann fahrt ihr mit dem Aufzug nach oben. Am besten den Aufzug direkt wieder runterschicken. Dann hier um die Ecke. Nicht vergessen, den Typen hier killen. Dann einmal hier raus. Und dann den angreifen. Logischerweise, ne? Oh, der hat was fallen lassen. Das seht ihr auch immer, wenn da so Rauch aus ihm rauskommt. Das wird wieder ein Vulkanstein sein. Richtig. Und dann läuft er einfach hier weiter zum nächsten. Die sind auch echt nicht stark. Die solltet ihr auch auf jedem Level hinkriegen. So, und der hat zum Beispiel gar nichts fallen lassen. Und dann geht ihr wieder zurück zum Leuchtfeuer und macht das Ganze nochmal. Und bei mir hat es eine Stunde gedauert, bis eins gefallen ist. Ja, ich suche jetzt noch ein zweites, weil für, wenn man zweihändig das führt, also mit in jeder Hand eine Waffe, gibt es nochmal einen richtig krassen Bonus auf die Waffe. Das zeige ich euch dann, wenn ich es habe. Drop. Oh. Leute, das ging schnell. 20 Minuten und der Drop ist da. Magma-Klinge. 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 Oh yes. Die macht Spaß, ich sag es euch. Was haben wir denn da? Sieht doch aus wie ein Drake. Falls er nicht loskam, schon 3K rausgehauen. Ja, jetzt habe ich gerade keine Mana. Das ist schlecht, also keine Kondi. Seht ihr den Schaden unten? 6, 7, 8, 9, 10. Ach, Schadenfreude. Scheiße. Schadenfreude ist nicht gut, aber der ist halt auch schon fast tot, ne? Geht hier nochmal eine Kombi mit Feuer raus. Oh, der ist hingefallen. Ja, Leute, das ist hier das heiß, ne? Mal schön Feuer raushauen. Na, war's das. Mit dem. Oh. Also, die Waffe macht ja übel Spaß. Übel Laune macht das. Blutung. Ich habe gar nichts gegen Drachenfäule. Schaue ich mal gerade, was ich da jetzt Neues bekommen habe. Bestimmt irgendwas mit Schaderfäule. Ja, hier, Verfall. Schaderfäule. Schon ganz gut, halt übel stark, ne? Ja, sag mal bitte, was ihr von der Waffe findet. Also erstmal wünsche ich euch ganz viel Glück beim Bekommen dieser Waffe. Ich habe jetzt bei der ersten Waffe habe ich eine Stunde gebraucht, bei der zweiten 20 Minuten, da war ich echt lucky. Sag mal, wie ihr das findet. Und ob ihr das auch so feiert wie ich. Abonniert den Kanal, liked das Video und gerne einen Kommentar, wie gesagt, da lassen. Lasst mich wissen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.